Stern habe ich am Apparat, richtig? Ja, hier ist Stern. Wer ist da bitte? Ich grüße Sie. Lara Lysenko ist mein Name. Ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung, Herr Stern. Sie haben bei uns Konto erstellt für Bitcoin-Trading, richtig? Ja, von welcher Firma Sie anrufen? Galaxy Profits, Herr Stern, Sie haben auch Bitcoin, also Registration getätigt, Bitcoin Plus. Ja, ich habe mir ein paar Seiten angeguckt, deswegen frage ich. Okay, gut. Herr Stern, also Ihr Konto ist inaktiv, deswegen habe ich angerufen, um dabei zu helfen, das vollständig zu aktivieren. Ach, das ist ja super. Haben Sie momentan? Bitte? Ob Sie Internetzugang haben, Internetzugang? Ja, 3 Eimer. Was haben Sie? Ich bin bereit, habe ich gesagt. Ah, okay, gut. Schauen Sie, Konto haben Sie erstellt. Bei Ihnen ist nur letzte Spiel geblieben, Herr Stern. Ist was geblieben? Also Einzahlung. Einzahlung ist bei Ihnen nur geblieben. Sie haben bestimmt gelesen auf unserer Webseite, Mindestinvestition haben wir 250 Euro. Von wo rufen Sie denn an? Von wo rufen Sie an? Sie haben eine ganz schlechte Telefonverbindung. Nee, ich höre Sie sehr gut, Herr Stern. Ich bin in Deutschland, in Berlin. In Berlin? Wo denn? Ich wohne auch in Berlin. Okay, Marienstraße sind wir. Mariendorfer Damm? Ja, genau. Das ist ja krass, da sind wir Nachbarn. Welche Hausnummer? Oh, okay. Okay, gut. Herr Stern, sind Sie draußen oder warum haben Sie schlechte Verbindung? Ich bin bei Balkon. Ah, okay, gut. Also können wir weitermachen oder? Ja, klar, was können wir. Sie? Ich möchte gerne Geld verdienen mit Ihrer Firma. Mazel Tov. Okay. Gut, Herr Stern, also Einzahlung ist bei Ihnen geblieben. Sie haben gelesen bestimmt, das brauchen Sie 250 Euro, um zu starten. Ja, aber so, ich, und denke, Einzahlung, ich denke, Sie ganz ist, ein... gib doch mal ja? Ruhe, ich denke 250 ist sehr wenig, wenn man will richtig Geld verdienen, oder? Ja, wie viel möchten Sie denn einzahlen? Ich weiß nicht, was gibt Profit? Also Sie können gerne vermehren jede Zeit Ihre Startkapital. Was bedeutet? Also Sie können zum Beispiel mit 500 anfangen oder mit 1000, geht auch. Gibt es Bonus, wenn man 1000 nimmt? Also wenn man 1000 einzahlt, dann bekommen Sie 50 Euro Bonus. 50 Euro? Das ist aber nicht viel. Ich, aber ja, ja, das ist nicht viel, aber trotzdem. Na gut, wir nehmen 1000. 50 Euro ist besser als nichts. Ich mag Geld. Gut, Herr Stern, machen wir so. Wir starten jetzt mit 250 Euro. Sowieso müssen Sie dann nachher mit Ihrer Handelsexperte für die technischen Sachen besprechen. Und können Sie das später mit Ihrer Handelsexpert zusammen machen? Also, wie gesagt, Sie haben dann Möglichkeit, jede Zeit das zu vermehren. Und vielleicht bekommen Sie bisher noch mehr Bonus. Das ist bei gut. Mir. Okay, gut. Womit möchten Sie dann Startkapital einzahlen, Herr Stern? Nehmen wir 1000. Welche Zahlungsoption haben Sie? Bank? Nein, ich meine jetzt, welche Zahlungsoption haben Sie? Haben Sie Kreditkarte oder Bank. Online-Banking? Bank. Was meinen Sie mit Bank? Was meinen Sie mit Bank? Online-Banking? Ja. Online-Banking, gut. Also gut, ich werde Ihnen dann Bankdaten senden, unsere Bankdaten. Schauen Sie, wegen Sicherheitsgründe. Sie müssen bei uns seine Kreditkartendaten oder Ihre Bankdaten nicht auf unsere Webseite eingeben. Sondern Sie bekommen auf Ihrem E-Mail unsere Bankdaten und damit können Sie ganz einfache Überweisung machen. Herr Stein, Ihre E-Mail, was ich hier habe, das ist taube88@aol.com. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja.
Okay, gut. Ich werde Ihnen dann Bankdaten senden. Können Sie dann während des Gesprächs das überprüfen, ob Sie auf Ihrem E-Mail meine von mir die Bankdaten bekommen? Ja, ich mache jetzt Computer an und dann kann ich gucken. Okay, gut. Dann ich werde Ihnen sofort senden. Herr Stern, wie sieht das mit Erfahrung aus? Haben Sie schon mal gehandelt oder sind Sie Anfänger, wie meistens unsere Kunden? Ich bin Anfänger. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Nein, ist nicht schlimm, weil Plattform, was Sie von uns bekommen, das ist genau für Anfänger geeignet. Ja? Ach so, also über so 90% von unseren Kunden sind ohne Erfahrung. Ja, also schauen Sie zusätzlich bei uns, da Sie jetzt keine Erfahrung haben, Herr Stern, bekommen Sie kostenlose Beratung oder Unterstützung von unserer hochqualifizierten Handelsexpert, von wem Sie auch einen Handelsplan bekommen. Ja. Und in Zukunft werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wann Sie zum Beispiel Ihre Gewinne auszahlen sollen, was für eine Schritte Sie als nächstes machen sollen und so weiter. Das heißt, selber müssen Sie nicht damit zu beschäftigen, sondern ganze harte Arbeit macht Ihre Handelsexpert. Und Sie können einfach beobachten, wie dieses Programm funktioniert und wie viel Sie mit Ihrer Investition profitieren können. Ach so, ich muss gar nichts machen, oder was? Nein, Sie müssen nur einfach beobachten und Sie müssen dann rechtzeitig Ihre Gewinne auszahlen, sobald Sie dann Informationen von Ihrer Expert bekommen. Ja, ach weil so. Wenn irgendwas Bestimmtes passiert auf den Finanzbörse herrscht, dann Sie bekommen sofort Meldung von Ihrer Expert. Aber der ruft er dann in der Nacht an, oder was? Bitte nochmal? Ruft er mich dann in der Nacht an, oder was machen wir dann, wenn ich schlafe? Nein. Also wir arbeiten sowieso bis 18 Uhr, Herr Stern. Ja, aber was ist bis passiert? 18, bis 19 Uhr spätestens. Aber was passiert, wenn Bitcoin in der Nacht kaputt geht? Dann muss ich doch Bescheid bekommen. Nein, kaputt doch. Geht es nicht. Aber wenn Sie, nein, schauen Sie, wenn Sie technische Unterstützung haben, Sie haben auch Möglichkeit, selber Ihre Handelsexperten zu kontaktieren. Ja? Das ist gut. Oh, weh, Verbindung ganz schlecht. Haben Hallo? Sie Bankdaten schon schicken? Ja, ich habe schon geschickt. Überprüfen Sie bitte Ihre Posteingang. Ist nichts gekommen. Aber vielleicht dauert ja. Schauen Sie mal, vielleicht ist das im Spiel. Bitte? Ich sagte, vielleicht dauert ein bisschen. Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Vielleicht kann ich dann manchmal, das erfinden. Ja, aber Herr Stern, überprüfen Sie bitte Ihre Spam-Ordner. Spam. Was ist von das? Lara Lisenko bekommen Sie. Spam-Ordner. Wissen Sie nicht, was Spam ist? Nein. Okay, warten wir dann ganz kurz. Ja, wir warten. Und dann jeden also Monat Geld verdienen. Also Sie bekommen das von Lara Lisenko und als Betreff steht Bankdaten. Das ist doch gut, oder? Was ist gut? Geld. Geld ist gut, ja. Siehst du? Woher kommen Sie, Herr Stern? Israel. Israel, okay. Und wie lange sind Sie in Deutschland? 28 Jahre diese Jahre. Ah, okay, gut. Das ist ja lange Zeit. Familie, Kinder, haben Sie auch in Deutschland? Ja, alle hier. Alle bei mir. Okay. Das ist gut. Super. Das ist gut, ja. Moi weh. Gut, überprüfen Sie bitte, haben Sie E-Mail bekommen oder immer noch nicht? Ist noch nicht da. Können Sie nochmal schicken? Ich sende Ihnen dann nochmal. Sie haben taube88@aol.com, richtig? Wie bitte? taube88@aol.com. Richtig, genau, so steht Ihre E-Mail. Ja. Okay, Moment bitte. So, Sie bekommen jetzt von Kundendienst. Wir senden dann von Kundendienst auch.
Was machen Sie beruflich, Herr Stern, wenn ich fragen darf? Ja, haben Sie schon gefragt. Ich bin Schuster. Was sind Sie? Schuster. Ah, Schuster, meinst du? Ja, Schuhreparatur machen. Ah, Schuhreparatur machen Sie. Ja. Okay. Ganz viel, ganzen Tag lang. Wie lange machen Sie das? Mein ganzes Leben. Tag, mein Vater war Schuster, sein Vater war Schuster und sein Vater war Schuster. Ah, okay. Tradition in der Schuhfamilie. Wir können immer, wir haben immer genug Stiefel da, um okay. ziegige Arschtritte zu verteilen. Wir jetzt bekommen Auftrag okay. von Indien, weil die haben ja oben in den Bergen ganz viel Ziegerstern, aber die kommen nicht mehr nach oben. Wir haben neue Bergstiefel für die indische Bergziegenlegion gebastelt. Die sind braun. Aha. Mazel Tov. Okay. Ah, da ist dein E-Mail gekommen. Auf das Wort Bankdaten schreibt man okay, zusammen. Super. Verwendungszweck Ignaz. Ist aber nicht Ihr Ernst, oder? Doch, also für Verwendungszweck können Sie nur Ihre Vornamen notieren. Das aber Sie haben hier Sie geschrieben das? Von supportadvancedprofit@t-online.de. Wie ist denn die Internetseite von der Firma nochmal? Ich finde gerade nicht. Galactic Profit. Galactic Profit heißt die Seite, Profit. Wo Ihre Plattform sich befindet. Aber können Sie dann... Genau. Können Sie nicht ein E-Mail schreiben von @galacticprofits.com? Habe ich gerade versucht, aber von mir haben Sie kein E-Mail bekommen, Herr Stern. Ja, aber Sie können nicht von T-Online eine E-Mail-Adresse schreiben. Nein, ich habe eine andere. Das haben Sie jetzt von unserem Kundendienst bekommen. Aber Ihr Kundendienst schreibt doch ja, nicht also über T-Online, oder was? Doch, warum nicht? Ja, das, der Online habe ich mir in 2 Minuten eine E-Mail-Adresse gemacht. Das ist so, wie wenn ich mit Gmail schreibe. Ich möchte bitte E-Mail bekommen von Firma-Adresse. Sonst ist es komisch, oder? Nein, warum ist das komisch? Das ist von Kundendienst. Wir haben verschiedene Plattformen verstellen. Also, ja, aber doch nicht über die, T-Online. Anfänger. Das ist ein Wegwerf-E-Mail-Adresse. Was haben Sie denn gegen T-Online herstellen? Das ist eine gratis E-Mail-Adresse. Das ist eine ganz einfache E-Mail. Ich möchte seriöse Business machen. Nein. Ja, okay. Ich versuche Ihnen das nochmal von mir das zu senden. Das ist, warum ist Ihr Konto bei Großbritannien, wenn Sie sitzen in Deutschland? Weil wir sind internationale Unternehmen, Herr Stern. Wir arbeiten nicht nur für deutsche Kunden. Sondern wir haben auch Filialen in Österreich, in Schweiz, Frankreich, ja. Litauen und aber so weiter. Wir gerne sind fast in ganzen Europa. In ganzen Europa, dann schicken Sie mir doch bitte deutsche Kontonummer, ja? Nein, schauen Sie, wir haben neutrale, unsere Firma ist in Großbritannien registriert. Also meistens die Firmen, die im Finanzbörse arbeiten, die sind alle in Großbritannien registriert. Wussten Sie das nicht? Das ist doch nicht gut, weil Großbritannien gehört doch nicht mehr zur EU. Dann muss ich ganz viel Steuern bezahlen, wenn ich Geld verdiene. Nein, nein, Herr Stern, schauen Sie, Steuern und Gebühren bezahlen Sie bei uns nicht. Auf jeden Fall bis 40.000 Gewinne müssen Sie keine Steuern oder Gebühren bezahlen. Na, das ist doch klasse. Ja. Ja. Aber Sie schicken jetzt, ja? So, mhm. Ich habe Ihnen einmal geschickt, ich werde Ihnen das jetzt nochmal senden. Ich hoffe, Sie bekommen das. Ja, und dann können Sie mir bitte auch noch... Mal, vielleicht haben Sie bekommen. Was ist galacticprofits.com, richtig? Genau, da befindet sich Ihre Plattform. Von da habe ich auch E-Mail, aber... Ja, aber die Seite funktioniert ja gar nicht. Also wenn ich jetzt aufmache Seite, dann steht Origin DNS Error. Cloudflare Network funktioniert nicht. Nein. Die funktioniert nicht. Ich buchstabiere Ihnen unsere Seite. Ich weiß, wie man Galactic und wie man Profis, aber machen Sie gerne. Nicht Profis, Profites. Ja, Profit, wie Gewinn. Profit und dann S am Ende. Ich kann weiß. Ihnen das buchstabieren. I speak English very well, thank you for asking. galacticprofits.com müssen Sie eingeben. Ja, funktioniert nicht. Habe ich gemacht. Okay, ich buchstabiere Ihnen. Vielleicht haben Sie irgendwas falsch eingetragen.
Ja, also bin bereit. Gut, also Galaktik müssen Sie aber mit C wie Cäsar eingeben. I'm very well aware how to spell Galaktik and I'm very well aware how to spell Profits. Galaktik Profits haben Sie? Ja. Und dann Pro müssen Sie noch dazu schreiben. Pro und Punkt .com. Galaktik Profits Pro. Pro. Na gut, genau, jetzt funktioniert das. Versuchen Sie mal so. Jetzt hat es funktioniert. Und von dieser E-Mail-Adresse jetzt bitte eine E-Mail schreiben. Ich habe Ihnen jetzt zweimal gesendet, Herr Stern. Gutes Mädchen. Sehr gut. Mal gucken, ob funktioniert. Okay. So, nein, ist noch nicht. Handelsroboter, ist das von Ihnen? Nein. Als Betreff muss Bankdaten stehen. Ja. Von Lara Listen müssen Sie das bekommen. Ich nicht gefunden und ist auch bei Spermaordner nichts drinnen. Haben Sie nicht bekommen? Nein, habe ich nicht bekommen. Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, dann kann ich Ihnen schreiben. Okay, gut. Schreiben Sie bitte Lara, so wie Sie es hören, Lara. Ja. Punkt. Ja. Lysenko. Wie schreibt man das? Ich buchstabiere. L wie Ludwig. Ja. I wie Ida. Ja. S wie Siegfried. Ja. E wie Emil. Ja. N wie Nordpol. Ja. H wie Kaufmann. Ja. O wie Otto. Wie Otter, ja. So, jetzt Erdzeichen. Ja. So, jetzt unsere Firmenname müssen Sie eingeben. GalaktikProfitsPro.com. Galaktik. Ja, ich schicke rüber. Mal gucken, wessen E-Mail zuerst dann kommt. Aber ist ja schön, dass wir damit dann die Bankdaten und die Webseite bestätigt haben. Wie lange machen Sie schon diese Arbeit? Bitte? Wie lange Sie machen dieses Arbeit? Fragezeichen. Ungefähr zweieinhalb Jahre ungefähr. Zweieinhalb Jahre klauen Sie jeden Tag Menschen das Geld? Wie meinen Sie, klaue ich Geld? Ja, du bist ein Bettler und ein Dieb im Internet. Was bin ich? Ein Dieb und ein Bettler. Komm her, ich gebe dir zwei Schickel, dann kannst du dir ein Brötchen kaufen. Aber nicht Leuten das Geld wegnehmen, das macht man nicht. Oh, wie kommen Sie zu dieser Idee jetzt? Ich weiß das, du bist live bei YouTube und wir machen gerade dein Bankkonto kaputt. Und deine Internetseite ist auch in einer halben Stunde weg. Wir kriegen euch alle. Okay. Scheiß Betrügerpack. Sie sind selber Betrüger. Nein, du bist Betrüger. Du siehst den Spiegel Betrüger und dummer Mensch. Ich bin dummer Mensch. Du bist ganz dummer Mensch. Haben du bist Sie Betrüger. Du bist haben kriminell. Sie, haben Sie nichts zu tun? Ich doch, bin kriminell. YouTube machen. Ich komme jetzt gleich zu Ihnen, ja? Ja. Ich spreche jetzt von Ihnen, ja? Ja, kommen wir. Okay. Sollen wir uns nackt ausziehen und miteinander kämpfen? Ich mag das. Nein, danke schön. Nein, danke schön. Das machst du mit deiner Mutter, okay? Ja, du bist total betrügert, kriminelles Schwein, du Bettler. Rufst du an von Russland oder von Ukraine? Ich komme. Nein, von Russland rufe ich an. Ja, ich Russland. Weiß. Wie geht's Putin? Wie geht's Wladimirovich? Das weiß ich jetzt nicht. Weißt du nicht, rede der nicht soll mit dir. Aber ist klar, wenn du so schlecht soll betrügst. Soll ich Putin grüßen von dir? Du kannst ihn grüßen. Er soll sich bessere Betrüger suchen, weil die Leute, die von ihm immer anrufen, sind alle so dumm. Wissen Sie, dass unser Gespräch aufgezeichnet wird? Unser Gespräch ist live bei YouTube. Weißt du, was YouTube ist? Live. Okay. Livestream. Natürlich weiß ich das. Sie können,
Sie können alles grüßen von mir, ja? Und du bist live auf YouTube. Von uns. Suchka. Okay, schön. Ich bin... Bitte? Suchka. Was bedeutet das? Einen ganz lieben Gruß an Wladimir. An Wladimir Putin können Sie von mir auch grüßen, Wladimir Putin, okay? Ja, was soll ich ihm ausrichten von Ihnen? Dass Sie Beförderung wollen? Das Gleiche, was Sie gerade gesagt haben, Suchka. Ja, dann fliegst du aber aus dem Fenster, das weißt du, ne? Kriminelle okay, gehen Sie jetzt schlafen und machen Sie irgendeinen vernünftigen Beruf, ja? Das muss die kriminelle Diebin zu mir sagen. Und aufgelegt, ich liebe das.